Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ihr habt es schon im Titel gesehen, ich habe wieder einen Haul für euch, beziehungsweise einen New In. Es sind einige Produkte neu bei mir eingezogen, es gab ein paar Schnäppchen, es gab ein paar Produkte, an denen kam ich leider nicht dran vorbei und ich habe auch ein paar Produkte von Kooperationen mit hier drin. Also wenn ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich mit dem Video starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Jetzt würde ich auch direkt starten, weil es ist eine Menge an Produkten, die ich hier habe, die ich euch vorstellen möchte und auch zeigen möchte, bevor ich die verräume und so weiter. Ich fange mal an und zwar Bars & Body Works habe ich bestellt, beziehungsweise bei Unlimited Brands. Da habe ich ja selbst auch eine Kooperation und da habe ich so einen coolen Rabattcode. Der ist jetzt leider schon abgelaufen, wenn das Video online geht, aber die hatten einen mega krassen Sale und ich glaube, einige von euch haben dort auch bestellt und ich selbst kam auch nicht dran vorbei, mir noch ein paar Produkte dort im Sale zu bestellen. Ne? Die sind halt immer sehr günstig und auf jeden Fall habe ich mir hier einmal ein Duschgel bestellt. Das ist das Recharge Orange & Ginger. Das ist mit Vitamin E und Aloe Vera und das riecht so gut, jetzt perfekt für den Sommer. Das ist halt diese Aromareihe und die kann ich euch sehr empfehlen. Da hatte ich jetzt auch ein anderes Duschgel. Das war so ein bisschen ein frischer Duft, würde ich sagen, so ein Meeresfrischer Duft und es hat mir so gut gefallen. Deshalb habe ich mir jetzt das hier nochmal in Orange & Ginger gekauft. Das riecht richtig, richtig gut. Mega, also das hat total so diese ätherischen Öle mit drin und da riecht auch das ganze Bad mit Sicherheit, wenn man duscht. Vermute ich mal, ich habe es noch nicht ausprobiert, kommt in mein Backup. Dann habe ich mir hier, wo ich die Kerze von habe, die steht übrigens da im Hintergrund, die Sweet Tea and Lemonade Kerze. Da habe ich mir nochmal den Schaum für die Hände zum Reinigen gekauft. Riecht auch fantastisch, Leute. Und das riecht richtig nach einem frischen Eistee. Es riecht so unglaublich gut. Ihr müsst euch diese Sorte angucken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Sweet Tea and Lemonade habe ich mir noch bestellt. Dann habe ich mir noch ein Body Spray bestellt. Das war im Sale drin gewesen. Ich gucke mal, wenn ich die Preise finde, blende ich euch die ein. At the Beach heißt das. Und das ist auch so ein richtig schöner sommerlicher Duft. Hier steht das auch einmal drauf. Das ist mit Frangipani, Toasted Coconut, Bergamot, Mottenwasser und Sea Salt Breeze und Sun-Kissed Musk. Das ist einmal der Duft hiervon und das riecht so toll. Das riecht einfach dieses Kokos und das hat halt einfach irgendwie was Tropisches durch dieses Frangipani. Das ist ein sehr schöner Duft. Hätte ich auch gerne als Duschgel gehabt, habe ich aber irgendwie nicht gefunden. Ja, dann habe ich mir noch eine Kerze und zwar so eine Eindochtkerze mitgenommen. Die riechen immer besonders gut und lang. Das ist die Mango Mai Tai. Sieht auch sehr schön aus, so sommerlich, dschungelmäßig und die riecht richtig krass nach Mango. Riecht einfach wie frisch aufgeschnittene Mango mit so ein bisschen Parfüm bei. Sehr schön, also die werde ich mir auf jeden Fall in den Flur stellen. Jetzt gerade für den Sommer ist es sehr schön, so ein bisschen Mangoduft im Flur zu haben, glaube ich. Oder ins Bad, ich weiß noch nicht genau. Die sind auf jeden Fall sehr gut und die war runtergesetzt, also habe ich sie mitgenommen. Und dann habe ich mir noch ein Duschgel gekauft, jetzt für den Sommer, das Lakeside Citrus. Das ist auch mit Aloe Vera und Vitamin E und die Duschgele sind immer sehr gut. Hier ist Autumn Air drin, Citrus Zest, Sparkling Water. Ich kann euch die Duftkomponenten ja mal einblenden, was hier drin ist. Das riecht auch so schön. Das riecht so ein bisschen männlich, aber also das riecht frisch, sportlich und ja, einfach nach Urlaub irgendwie trotzdem so ein bisschen sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir da direkt was mit. Wenn schon mal so ein Sale ist und die Sachen so schön reduziert sind, muss ich mir was mitnehmen. Und jetzt komme ich mal zu zwei Haarpflege- bzw. Haarstyling-Haarpflegeprodukte von Kaimana. Kaimana hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben. Ich kannte die Marke bis dahin auch noch nicht und hat mich gefragt, ob ich deren Produkte mal austesten möchte für die Haare. Und ihr kennt mich, Haarprodukte, das muss ich unbedingt immer testen. Ne? Hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Die Website hat mich total angesprochen. Die Produkte bestehen aus marine Inhaltsstoffe plus natürliche Inhaltsstoffe. Sehr, sehr schön. Die Marke ist vegan. Die ist nachhaltig, also der Fokus ist wirklich auf Nachhaltigkeit gelegt. Bloß das Ganze ist ein kleines Start-up-Unternehmen, was es noch nicht lange gibt. Hier steckt viel Herzblut drin. Die liebe Gründerin hat mit mir auch telefoniert und sie hat mir auch ein bisschen was erzählt. Ne? Und sie hat die Produkte mit einem Friseur bzw. Haarexperten zusammen entworfen und wirklich über einen langen Zeitraum getestet und rumgetüftelt, bis die Produkte so waren, wie sie letztendlich jetzt sind. Und ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesen Produkten. Also ich bin wirklich
wirklich auch total begeistert. Und ich habe mir gedacht, ich benutze die zwar jetzt schon ungefähr 2 Wochen jeden Tag, um mich da halt auch ordentlich durchzutesten. Ich nehme sie jetzt mit in den Hall rein und stelle sie euch hier schon mal vor. Ich würde aber noch mal in einem Zwischenfazit-Video oder so genauer darauf eingehen. Ja, auf jeden Fall, ich bin erster Eindruck sehr zufrieden damit und ich möchte euch die Produkte gerne vorstellen, weil mir das Konzept sehr gut gefällt, weil halt eben hier auch der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt. Und so ist das auch bei der Verpackung, ne? Also die Verpackung ist 100% recycelbar, ist auch sehr, ja, sieht sehr schön aus von dem Design auch. Also es gefällt mir alles richtig gut. Ihr müsst auf der Website mal vorbeischauen. Wird euch auch sehr gut gefallen. Dieses komplette Konzept ist wirklich mit Köpfchen sehr durchdacht und sehr, sehr schön. Ja, ich fange mal an mit dem Leave-In-Conditioner. Das ist das Produkt, was ich auch so als erstes getestet habe. Das ist ein Leave-In-Conditioner und zwar hat der einen Hitzeschutz bis 220 Grad. Also ihr habt eine Kennbarkeit gegen Spliss und so weiter, gegen trockenes Haar. Ihr habt hier wirklich einen Rundumschutz sozusagen plus Hitzeschutz, was mir auch sehr gut gefällt, weil bei mir ist auch oft das Problem, dass die Produkte, die ich dann als Leave-In benutze, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Nusha Hair Care benutze ich sehr gern, da muss ich aber immer noch einen Hitzeschutz extra beimachen. Und so, ich kann euch wirklich sagen, ich habe jetzt so die letzten 2 Wochen jeden Tag nur diese beiden Produkte benutzt, ne? Also ich habe dann noch ein bisschen Haarspray oben drüber gegeben, ne? Muss man aber nicht an manchen Tagen, aber ich kam mit beiden Produkten echt jeden Tag gut aus bei meinem Haar und das hat mir sehr gut gefallen und deshalb bin ich total begeistert. Jedenfalls besteht das Ganze aus marinen und pflanzlichen Inhaltsstoffen, was mir auch gut gefällt und hier ist eben halt ein Komplex mit drin aus Algen und polynesischem Meerwasser. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das habe ich so in noch keinem Haarstyling, Pflegeprodukt gesehen. Und das war so für mich mit auch ein Grund, warum ich das testen wollte, ne? Und das Ganze hier steht drauf, pflegt ohne zu beschweren. Das steht auf vielen Produkten drauf, aber hier ist das tatsächlich auch so. Das ist jetzt so eine Art Emulsion. Also das ist ein bisschen, man hört das auch, ne? Das ist kein Wasser oder so. Ich sprühe euch mal ein bisschen auf meine Hand, da könnt ihr das sehen. Also das ist wirklich hier so eine Art Emulsion, wie so eine Creme würde ich schon fast sagen. Ihr könnt das entweder ins nasse Haar sprühen, bevor ihr euer Haar föhnt, ne, als Leave-In-Conditioner, wie man das eben macht. Ihr könnt dieses Produkt aber auch im Nachhinein nehmen, könnt euch einfach so 2 Sprüher oder 1 Sprüher nehmen, verreibt euch das so ein bisschen in den Händen und könnt euch das dann in die Spitzen reingeben nach dem Styling, wenn die Haare fertig sind, um den Spitzen nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Und dieser Geruch, Leute, das riecht so gut. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, nach was das riecht. Einfach so nach Sommer irgendwie, so sommerlich, frisch, so auch nach Friseur. Also dieses typische Friseur-Geruchsgefühl, was man hat, gibt das mir auf jeden Fall, ne, wenn ich da dran rieche. Das ist wirklich sehr schön. Und auch hier, es wird nicht ölig. Ich habe mir das heute Morgen schon reingemacht übrigens. Ne, ich habe es jetzt halt nochmal gemacht. Das wird nicht fettig, schmierig oder ölig. Ne, es wird einfach schön. Die Spitzen sind echt schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ihr könnt das auch in die Längen nochmal reingeben oder. Es ist für alle Haartypen geeignet. Ne, also ihr könnt das wirklich, egal was für eine Haarstruktur, was für eine Haarlänge ihr habt, anwenden. Also da ist wirklich auch drauf geachtet worden. Das hat sie mir auch am Telefon nochmal gesagt, dass sie da wirklich sehr viel Wert drauf legt, dass die Produkte schon universell sind, dass die jeder anwenden kann. Und beschweren tut das die Haare auch nicht. Ihr wisst ja, ich habe sehr dünnes Haar und ich habe mich jetzt wirklich in mehreren Varianten durchgetestet. Also ich habe erstmal so ein bisschen, dann habe ich beim zweiten Mal ein bisschen mehr, dann habe ich es mal übertrieben, ne, und habe halt ein bisschen überdosiert mit dem Reinsprühen und selbst das hat nichts gemacht und das ist schon viel wert. Ne? Es gibt auch einige Produkte, man nimmt ein kleines bisschen zu viel und man muss seine Haare dann halt einfach waschen. Das zweite, was sie entworfen hat, also es sind ja 2 Produkte, die es momentan gibt, das ist einmal das Styling- und Volumenspray für Ansatzvolumen und halt ohne zu verkleben. Das ist mit einem UV-Schutz und das Ganze ist duftstofffrei. Also hier sind keine Duftstoffe drin. Ihr sprüht euch das ja auch ziemlich nah am Ansatz dran, damit ihr ein bisschen Volumen bekommt. Und da ist drauf geachtet worden, dass das eben auch sensible Kopfhäute benutzen können. Das finde ich sehr gut. Hier ist eben halt auch der Marine-Inhaltsstoff mit drin und das gibt Volumen und ja, eben halt so ein bisschen Definition. Ihr könnt euch das in die Längen sprühen. Also ihr könnt euch das erstmal aufsprühen, bevor ihr euer Haar föhnt. Ins Handtuch trockene Haar, dann könnt ihr euer Haar so föhnen, wie ihr möchtet. Da gibt das Volumen, ne? Und das nächste, wie ihr das anwenden könnt, ist natürlich auch im trockenen Haar. Ihr könnt das, wie gesagt, auch als Styling-Spray benutzen, nicht nur als Volumenspray. Ihr könnt euch das als, das ein bisschen definierter wird, unten bei den Wellen reinsprühen. Dann bekommt ihr einfach ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen Griffigkeit in die Haare rein, ohne dass das Ganze schwer wird. Und ihr könnt euch das auch an Ansatz sprühen, ne? Im Nachhinein noch aufs trockene Haar. Das trocknet sehr schnell.
und ja, hinterlässt halt auch nichts Klebriges oder so. Ihr könnt das wirklich, also vorm Föhn, nach dem Föhn, zwischendurch anwenden, wenn euer Haar nicht mehr so schön sitzt oder so, könnt ihr nochmal hingehen. Habe ich wirklich halt auch mehrfach ausprobiert, hat gut funktioniert. Hier habt ihr auch 100%, also ist auch 100% vegan, ohne Tierversuche, ohne PEGs, Parabene, ohne Silikone und ohne Mineralöle. Also das ist wichtig zu wissen für euch, denke ich. Und ich lasse euch dazu auch gerne den Link unten in der Infobox mal drin. Da könnt ihr dann euch auch nochmal durchlesen. Ja, und es gibt momentan erstmal nur diese beiden Produkte, aber es kommen noch Produkte, hat die liebe Jasmin mir gesagt. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist wirklich eine schöne Kooperation. Es sind tolle Produkte und ja, wie gesagt, ich werde da aber noch weiter testen und werde euch dann endgültig auch nochmal sagen, wie mir die Produkte dann gefallen. Also bisher, wie gesagt, nach 2 Wochen kann ich euch schon sagen, ich bin total begeistert und auch von dieser Philosophie, die dahinter steckt und dass das Ganze halt eben auch auf diesem Nachhaltigkeitsthema basiert und dass es von einem Friseur mitentwickelt wurde, also wirklich in Friseurqualität, ist schon sehr cool, ne? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Marke schon kennt und ob ihr sie vielleicht auch mal testen wollt. Dann machen wir mal weiter mit meinem Look, den ich heute habe. Und zwar habe ich den mit der Yucca-Palette von Natasha Denona geschminkt. Die habe ich auch neu, die ist neu bei mir eingezogen. Ich habe sie ja auch schon abgefilmt für euch, diesen Look. Ich weiß nicht, ob das Video zuerst kommt, wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist einmal der Look dazu und ich muss euch ehrlich sagen, die Palette ist geil, die ist sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Bin ich auch sehr doll froh, dass ich die jetzt zu Hause habe, fühlt sich wie immer super schön an, ist einfach eine super Qualität, kann man nicht anders sagen. Und Natasha Denona bringt halt immer wieder Paletten raus, die einen echt vom Hocker hauen und das hat diese Palette bei mir auch getan. Ihr könnt euch das Video dazu auch gerne anschauen, da seht ihr auch nochmal, wie ich den Look geschminkt habe. Also es ist für mich eine Palette, die sich alle Male lohnt, ne? Allein wegen diesen sehr schönen natürlichen Farben, die mir hier wiederfinden und die kann man halt im Herbst, im Frühling, die kann man immer tragen. Ne? Das ist halt eine Palette, die von den Farben her wirklich sehr schön gewählt ist, sehr schön erwachsen, nicht zu bunt, aber trotzdem irgendwie mit Farbe und schöner Schimmer. Ja, wie immer, wirklich sehr, sehr schön von der Qualität. Dann sind nochmal MAC Lashes bei mir eingezogen. Das ist die Berry Premium Variante, die gefällt mir momentan am besten. Das sind die, die ich als drauf hatte. Ich habe jetzt die Christmas-Variante drauf und ja, die Berry Premium habe ich mir halt jetzt nochmal nachgekauft. Ich habe auch nur ein paar bestellt, ich war brav gewesen. Ja, dann habe ich noch, dann war ich bei DM gewesen, da habe ich mir einmal von Balea diesen Melon Love Rasierschaum gekauft mit dem Duft nach Melone und Kokos und da bin ich ganz gespannt drauf. Man riecht leider nichts durch, aber ich kann mir vorstellen, dass es gut riecht. Das ist so eine Limited Edition, hat mich einfach sehr interessiert. Deshalb musste ich mir den Schaum mal mitnehmen. Dann war ich bei DM gewesen und hatte eine Blase am Fuß bekommen. Ich hatte neue Schuhe an und irgendwie hat das so gerieben. Und da habe ich mir diese Soforthilfe-Pflaster geholt, diese Blasenpflaster. Und ich muss euch leider enttäuschen, die sind nicht gut. Das sind ja dieses, die günstige Variante sozusagen von den teuren und die teuren gefallen mir deutlich besser. Also die haben sich sofort wieder abgelöst, also die haben keine 5 Minuten gehalten. Dann war das Pflaster ab, das hat nicht auf der Haut geklebt. Auf dem anderen Fuß ging es dann auch los, dann habe ich es da drauf. Hat auch nichts gebracht, obwohl die Hautstelle trocken war. Naja, auf jeden Fall, die würde ich nicht nochmal kaufen, kann ich euch direkt schon sagen, aber ich habe sie jetzt halt. Ja, dann habe ich mir eine Enthaarungscreme gekauft von Balea, weil ich die mal ausprobieren wollte. Ich weiß ja auch nicht, das Rasieren im Sommer ist einfach nur nervig, oder? Also mich persönlich nervt das sehr. Und dann habe ich halt geguckt, was könntest du machen? Dann habe ich gedacht, na gut, eine Enthaarungscreme. Ich habe zwar schon mal eine ausprobiert, hat mir nicht so gut gefallen, aber vielleicht, keine Ahnung, ist die von Balea ja sehr gut. Deshalb habe ich mir die nochmal mitgenommen, um das halt einfach nochmal auszutesten für die Beine und vielleicht auch für unter die Achseln. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, und dann habe ich einmal geguckt, dass ich dieses Top Perfection Teil hier bekomme. Das ist ein Concealer, ein pflegender Concealer. Und da habe ich euch auch ein extra Video drüber gedreht. Ich trage den heute auch. Und ich kann euch nur sagen, mir gefällt der sehr gut. Der kostet 4,95 € und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Kann man nichts falsch machen, aus der Drogerie hat sich nirgendwo abgesetzt, sieht einfach super aus hier unterm Auge, ne? Und ja, ich kann nichts Negatives sagen, also falls ihr den noch irgendwie kriegt, der hat ja momentan so einen Hype, jeder möchte ihn haben, jeder zeigt was darüber und ich habe mir gedacht, ich springe auf den Zug mal auf und teste dieses Teilchen auch mal aus, kann ich euch sehr empfehlen, ist ein super Produkt aus dem DM. Dann gab es bei, nee, das war auch bei DM gewesen, Borotalco einmal dieses Deo-Spray, ich habe mir das jetzt einfach mal mitgenommen mit 0% Alkohol und Aluminium und das soll ja so gut sein. Und da habe ich mir nicht nur das mitgenommen, sondern auch dieses Original, also es gab es da so
aufstelle. Und ich weiß, dass einige darauf schwören, deshalb habe ich es mitgenommen. Ja, und teste das jetzt einfach mal aus. Es ist eine italienische Marke und soll wirklich sehr gut schützen. Ich habe zwar meinen Deo-Creme, aber gegen so ein Spray für unterwegs oder so habe ich auch nichts im Sommer, wenn man das dann mal benutzen kann. Außerdem habe ich mir den Borotalco Deo Roller mitgenommen, um ihn mal auszutesten. Ich weiß nicht, hier steht Original Borotalco Duft. Was das für Duft ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe den noch nicht benutzt. Ich habe das Gefühl, es riecht so ein bisschen vanillig irgendwie. Kann das sein? Ich weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall ganz angenehm, was ich so rieche. Ich bin gespannt, ich werde es austesten. Ihr werdet das in einem Zwischenfazit-Video dann von mir sehen. Und außerdem habe ich mir, dann war ich noch bei Rossmann, genau, das zeige ich euch auch noch. Ich war bei Rossmann gewesen und da habe ich mir hier dieses Schweißfußgel gekauft. Ich habe echt ein Problem im Sommer. Und zwar meine Füße schwitzen. Also die schwitzen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Ich habe immer so ein bisschen eine feuchte Fußsohle, wenn ich das so sagen darf, ne? Und habe auch das an den Händen, dass ich das immer so ein bisschen feuchte Hände habe. Und das soll extra gegen feuchte Füße und Fußgeruch sein. Fußgeruch habe ich zwar keinen, aber es ist immer irgendwie so ein bisschen nass. Und wenn ich jetzt Schuhe anhabe, die innen so ein bisschen glatt sind, ich flutsche in den Schuhen hin und her. Und deshalb wollte ich das mal ausprobieren. Das ist ein pflegendes, natürliches Gel mit angenehmem Frischegefühl, mit belebendem Duft von Zitronenöl. Und das Ganze soll eine Deo-Wirkung haben, ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, ist von der Marke Beline. Riecht auch ganz gut, schaut einmal so aus, habe ich bei Rossmann entdeckt in der Fußabteilung. Und durch Zufall habe ich gedacht, das nehme ich mir mal mit und teste das mal aus, ob das was bringt. Ne? Ich kann euch da gerne mal, falls ihr euch dafür interessiert, auch im Zwischenfazit eine Rückmeldung geben. Ich werde das sicherlich heute oder morgen direkt anwenden und testen. Ja, dann hat mein Freund sich noch einmal sein Deo nachgekauft. Er war mit gewesen beim Rossmann und da musste das Deo natürlich mit. Ja, dann habe ich mir noch eine Duschenthaarungscreme bei Rossmann gekauft. Das ist einmal von Isana, das war auf so einem Aufsteller gewesen und da ist hinten einmal so ein Schwämmchen mit dabei. Das ist extra für die Dusche, für eine schnelle und einfache Haarentfernung unter der Dusche. Keine Ahnung, die andere braucht 5 bis 10 Minuten zum Einwirken. Hier konnte ich das leider wegen diesem Schwämmchen nicht sehen. Ich mache jetzt gerade mal auf. Ja, so, ich habe es jetzt einmal aufgemacht. Also 4 Minuten steht da und da ist einmal so ein Schwämmchen mit dabei unter der Dusche. Ich werde es mal ausprobieren. Ist es noch zu? Ich stelle es mir mal in die Dusche und teste das mal. Ich habe mir gedacht, für die Beine ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ist extra für empfindliche Haut gemacht. Werde ich austesten, weil mit diesem Haarentfernungsthema im Sommer, mich nervt das mit dem Rasieren. Ich habe zwar Rasierer hier, ich habe auch genug Rasierklingen hier, aber es nervt irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, und dann habe ich mir einmal von diesem Aufsteller Isana Intim Peeling mitgenommen. Glättet die Haut mit Milchsäure, parfümfrei für die Bikini-Zone. Ist auch nicht schlecht für die Rasur und so, ne, wenn man sich rasiert hat. Und 2 bis 3 Mal die Woche wendet man das an. Ist halt extra ein Peeling für den intimen Bereich. Und das finde ich gar nicht schlecht, weil man hat ja auch da öfters vielleicht mal ein einwachsendes Haar oder so. Und deshalb dagegen teste ich das mal. Bin ich auch gespannt, wie das ist. Ist jetzt nicht ganz so viel drin, sind nur 100 Milliliter, aber mal gucken. Und eine Dusche durfte noch mit im Rossmann. Und zwar habe ich das allererste Mal hier dran gerochen an dieser Dorf. Vitalisierende Pflege, Kirsche und Chiamilch. Und das riecht so gut, Leute. Hammermäßig, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das riecht so lecker, es riecht so, so lecker nach Kirsch. Wie so eine Kirschschorle riecht das irgendwie, also es gefällt mir richtig doll. Und ja, das musste natürlich mit, das soll eine neue pflegende Formel sein, keine Ahnung. Mild zum Hautmikrobiom steht hier drauf. Jo, ich teste das mal aus, also so erster Eindruck vom Geruch. Richtig gut, ne? Für die Drogerie riecht das echt fantastisch. Dann machen wir mal weiter. Ah, bei DM habe ich mir noch was mitgenommen, und zwar Fußbadeperlen von Balea sind das mit Urea für sehr trockene Füße. Ich habe im Sommer, weil ich so viel barfuß laufe, extrem trockene Füße, ne? Also wirklich extrem trocken und ich kriege halt im Sommer auch extrem schnell Hornhaut. Deshalb habe ich mir diese beiden mitgenommen und teste das mal aus, weil die passende Fußcreme gefällt mir sehr gut. Die mache ich momentan jeden Abend drauf. Die liegt in meinem Nachttischschränkchen und die gefällt mir. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich mir diese Fußbadeperlen nochmal mit. Dann habe ich bestellt bei PureMedics. Ich hatte euch das auch bei Instagram geteilt. Und zwar hat PureMedics gleich 4 neue Sommersorten rausgebracht von diesem Duschfluff 3-in-1. Ihr kennt den Duschfluff von mir ja schon. Und ja, da haben sie einmal Wassermelone rausgebracht, also das ist ja
Duschgel, Bodylotion und Peeling in einem. Wer das nicht kennt, ihr müsst euch das mal auf der Website angucken. Also ich will die jetzt nicht aufmachen gerade. Das ist wirklich geil, das Zeug. Das ist wirklich wie so eine Sahne hier drin, die aber Peelingkörnchen mit drin hat. Es pflegt die Haut so krass. Ihr braucht euch nicht eincremen danach. Eure Haut ist super schön sauber und gepflegt. Und ja, einfach ein tolles Produkt. Finde ich total klasse. Ist 100% plastikfrei und vegan und wird auch mit Liebe hergestellt. Ja, und da habe ich zugeschlagen. Also ich musste einfach zuschlagen, weil, ja, keine Ahnung, die Sorten. Also wie gesagt, einmal Wassermelone. Man riecht es schon hier durch, es riecht wahnsinnig gut. Dann einmal Pink Grapefruit gab es noch. Die Sorten gibt es auch gerade noch, also müsste normalerweise noch da sein, falls ihr die haben wollt. Sind Limited Editions, holt euch die, weil die wird es so schnell nicht mehr geben. Dann Erdbeere einmal. Ich habe schon das Video gesehen bei Instagram, wo sie das beworben haben. Da habe ich gesagt, das muss ich haben, sofort. Erdbeere und ja, sieht auch total lecker aus. Und das letzte ist Rhabarberspritz. Und da freue ich mich auch drauf. Also bin ich echt gespannt, wie die einzelnen Sorten so riechen. Ich bin mal gespannt, ob ich die in diesem Sommer aufgebraut bekomme. Also nach dem Öffnen sind die 6 Monate haltbar. Ne? Bekommt man auf jeden Fall leer. Ich habe ja schon 2 Stück, glaube ich, leer gemacht gehabt. Also diese Wintersorten. Und ja. Hört sich an, als würde hier irgendwas rumfliegen. Ich rieche auf jeden Fall ein bisschen Erdbeer raus. Es riecht wie auf dem Erdbeerfeld. Ja, die hatte ich mir noch gekauft. Und dann habe ich halt bei Look Fantastic, da durfte ich mir ein paar Produkte aussuchen. Und da habe ich mich für eine Kerze entschieden von Glasshouse. Glasshouse ist eine sehr teure Marke. Und ich bin ehrlich gesagt ganz oft schon davor gewesen, mir eine zu kaufen. Weil ich hatte mal so eine kleine. Und die hat so gut gerochen, also richtig extrem gut. Die war in einem Adventskalender drin. Ich habe mir jetzt hier, das ist eigentlich schon eher eine Wintersorte, das ist die Bakery Binge Kerze. Die riecht, ich kann euch das nicht sagen, wie eine Backstube. Richtig, richtig lecker und die sieht so hammermäßig aus. Ich zeige euch die mal, die kam auch gut verpackt hier an. Das ist eine Riesenkerze. Schaut euch diese Verpackung an, das ist so ein bisschen holographisch gemacht. Und der Duft kommt schon hier raus, ne? Das riecht. Die hat übrigens 2 Dochte. Es riecht einfach wie nach Kuchen. Kuchen und Kekse, also richtig so nach Weihnachten, Winter. Riecht total gut. Richtig, richtig geiler Duft. Hätte ich nicht gedacht. Bakery Binge, also man macht das auf. Hier riecht es schon direkt raus. Und die werde ich mir auf jeden Fall für den Winter aufheben. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass die auch für den Sommer vielleicht passt. Aber als ich die aufgemacht habe, habe ich dann gedacht, nee, ich glaube, die ist auch eher so für die Herbst-Winterzeit. Wenn man dann auch wieder vermehrt Kekse oder sowas isst. Und deshalb packe ich sie wieder ordentlich ein und dann kommt sie im Winter auf den Tisch. Und ihr bekommt bei Look Fantastic ja auch immer Rabatt, ne? Mit meinem Code Chiquitas, heißt der. Ich blende euch den mal ein. Da könnt ihr 10-20% auf die Produkte sparen im Shop und auch auf das Boxen-Abo, ne? Die Box bekommt ihr dann zum Beispiel, also die monatliche Beauty-Box für 13 Euro statt 20 Euro. Dann gibt es jetzt eine Mans-Box, die werde ich euch auch die Tage dann zeigen, wenn die da ist. Da bekommt ihr 10 Euro Rabatt drauf, also auf diese Limited Editions Box. Bekommt ihr 10 Euro Rabatt. Lohnt sich auf jeden Fall immer, ne? Und ja, die Marke des Monats ist bei Look Fantastic Bondi Sands. Da habe ich ja selbst auch schon was bestellt. Das hatte ich euch in meinem letzten Haul gezeigt. Dieses Selbstbräunerzeug und Entfernerzeug habe ich noch nicht probiert, weil ich hatte jetzt noch nichts, was ich entfernen wollte. Aber zur Sicherheit habe ich mir es mal bestellt und es war ja auch günstiger, deshalb durfte es mit. Ja, und jetzt habe ich mir hier noch 2 weitere Produkte rausgesucht. Und zwar, ja, diese beiden hier. Das ist einmal ein Coconut and Sea Salt Body Scrub mit Sommerfrüchte-Duft. Keine Ahnung, können wir ja mal aufmachen. Ich stelle mir das eh ins Bad, aber das ist ganz gut, weil vor jedem Selbstbräuner sollte man ja auch ein bisschen Peeling betreiben. Ja, das Ganze sieht einmal so aus. Also das ist ein trockenes Peeling, wo man sich dann einfach was rausnimmt. Riecht total gut, also das riecht wirklich einfach fruchtig. Ich kann nicht mal direkt sagen, na, was für eine Frucht oder so. Es riecht einfach fruchtig und schön, ne? Und das ist halt dafür da, um vorher oder halt nachher, wenn ihr ein bisschen euer Selbstbräuner wieder entfernen wollt, zu peelen. Also finde ich auf jeden Fall ganz gut. Es gibt unterschiedliche Sorten und ich hatte mich halt für diese Sommerfrüchte-Edition entschieden. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und riecht auch gut, stelle ich mir direkt in die Dusche. Und passend dazu habe ich mir dieses Body Wash pH Balancing Tropical Room Scent ausgesucht. Das ist ein 500 ml Duschgel mit einem Pumper. Hat mir daher auch sehr gut gefallen, weil der Pumper eben halt auch mit dran ist und mich hat die Sorte interessiert. Also der Geruch und überhaupt auch mal ein Duschgel davon zu probieren. Das ist ein sehr steifes Duschgel. Also ich glaube, man hat extrem lang davon.
Und der Duft ist halt sommerlich. Ich kann euch das nicht anders beschreiben. Es riecht ein bisschen nach Sonnenmilch. Es riecht ein bisschen nach Früchten. Es ist ein sehr angenehmer, schöner, sommerlicher Duft. Ich kann mir vorstellen, auch für einen Urlaub oder so. Nicht ganz in der großen Größe, aber oder fürs Schwimmbad ist ein sehr schöner Duft, wenn man sich danach damit abduscht. Die Tage wollte ich mich immer wieder, also ich hatte dieses eine Selftan benutzt, aber das war irgendwie, ist nicht so dunkel geworden, keine Ahnung. Das war aber nicht von Bondi Sense, sondern von Saint-Tropez, was ich benutzt hatte. Und da wollte ich aber die Tage nochmal ein anderes benutzen. So, mein Akku war gerade leer. Ich habe schon viel zu lange hier Videos gedreht. Es sind aber noch ein paar Produkte, die ich euch zeigen wollte. Und dann habe ich mir bei Look Fantastic, also zwei Produkte von Look Fantastic und eins habe ich mir bei Parfüm Dreams noch bestellt. Ja, ich habe mir einmal von Replica einmal ein Parfüm bestellt. Und zwar When the Rain Stops. Das ist wirklich ein sehr schöner Duft. Ich hatte das als Probe schon gehabt und ich musste den auch jetzt mitbestellen, weil der stand auf meiner Wunschliste und ich habe mir gedacht, ich nehme den jetzt hier bei Look Fantastic mit. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, frischer Duft. Und ich habe jetzt gerade mal in meiner Schublade geguckt. Also diese beiden habe ich schon. Ich habe einmal Lazy Sunday Morning von der Marke, also Replica ist das, und einmal Beachwalk. Also die riechen schon sehr, sehr gut. Allerdings hält der Duft nicht so lange an. Was mich aber trotzdem jetzt nicht gehindert hat, nochmal einen zu bestellen, weil die einfach sehr, sehr schön sind. Und ich will den jetzt gerade mal mit euch noch testen. Wie gesagt, ich hatte den schon als Probe und der hat mir da sehr gut gefallen. Der ist so ein bisschen frischer, herber. Also eigentlich nicht so die Düfte, die ich trage, aber der hier gefällt mir richtig gut. Und der soll so ein bisschen erinnern an einen Sommertag nach einem langen, verregneten Sommertag, wenn der Regen aufhört, ne? So steht es auf jeden Fall in der Duftbeschreibung. Er ist wirklich frisch und sehr lebendig, dieser Duft, ja. Mir gefällt das sehr gut. Dann habe ich mir noch ein Serum nachgekauft, und zwar das Hyper Real Serumizer von MAC. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum kauft ihr sich ein Serum von MAC nach, ne? Es ist wirklich sehr teuer von MAC und ja, es ist aber mega hammergeil. Ich hatte eine Probe hiervon. Ich hatte irgendwo bestellt und habe dann diese kleine Probe von MAC mit dazu bekommen, von diesem Serum hier. Und ja, genau, das ist formuliert mit, hier steht es, Niacinamid, Hyaluron, Ceramide und dieses Japanese Peony-Extrakt. Also hier sind vier tolle Inhaltsstoffe drin. Und ich hatte das, wie gesagt, als kleine und es hat mir so gut gefallen. Ich habe mir jetzt die kleinere Variante bestellt, 15 ml. Das gibt es auch noch in größer. Ich lasse das jetzt auch erstmal zu. Mir hat das so gut gefallen auf meiner Haut. Meine Haut hat das sehr gut vertragen. Das hat meine Haut so schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ist ein sehr teures Serum, aber ich habe mir gedacht, ja, ich nehme es mit. Ich werde mal gucken, ob mir das jetzt auch immer noch so gut gefällt. Man hat es ja auch so oft, dass die Proben gefühlt besser sind wie das Produkt, was man dann zu Hause hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie, wenn man sich das Produkt dann kauft, ist es doch nicht mehr so gut. Ich hatte das schon ein paar Mal gehabt, wo ich dann gedacht habe, Mensch, machen die Proben irgendwie besser oder so, dass man sich das kauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe einmal dieses MAC Hyper Real Serum hier und ich freue mich wirklich meines Lebens, dass ich das jetzt hier habe, weil das stand auch auf meiner Wunschliste, nachdem ich diese Probe aufgebraucht habe, ne? Ja, und dann habe ich mich von euch influenzen lassen, beziehungsweise von einer Zuschauerin von euch. Wir schreiben immer so ein bisschen über Parfüm und sie mag auch Parfüm so gern und sie hat dann gesagt, oh Mensch, du musst diesen Duft hier mal probieren. Sie hat mir dann auch direkt gesagt, dass es den bei Parfüm Dreams am günstigsten gibt. Das ist der Le Interdit Givenchy. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Parfum, Eau de Parfum, 35 ml. Und es war da gerade halt reduziert. Und ich habe mich einfach mal darauf verlassen. Ich habe zwar Duftbeschreibungen so gelesen. Ich habe mich einfach mal darauf verlassen, dass die gesagt hat, dass mir der Duft gefallen wird. Eine wirklich, also wirklich sehr, sehr schöne Flasche. Ne? Gefällt mir richtig gut. Und der Duft ist, also ich kann euch das direkt auch sagen, ich habe den schon probiert, sehr verführerisch. Er ist echt verführerisch. Und erinnert mich so ein bisschen an Giorgio Armani My Way. Ich finde den, der ist dem My Way irgendwie ähnlich. Kann jetzt sagen, also als erstes, wenn man so hier dran riecht und nicht sprüht, erinnert der mich so von der, ist das glaube ich die Herznote dann, an My Way. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr schön verführerischer, sehr schwerer Duft, den ich mir auf jeden Fall so für abends oder fürs Weggehen, also wenn man so ein bisschen feiern geht oder so, aufhebt. Ich glaube, dass der einigen von euch auch sehr gut gefallen würde. Ich kann euch hier ja auch mal die Duftnoten einblenden. Ja, sehr, sehr schöner Flakon. Ich freue mich, dass der bei mir in der Sammlung auch mit eingezogen ist.
So einmal im Monat oder alle 2 Monate kaufe ich mir ja auch mal ein neues Parfüm. Ich habe wirklich sehr, sehr viele hier, aber ich liebe Parfüm und ich sortiere ja auch regelmäßig dann wieder mal aus, wenn mir eins wieder gar nicht gefällt, ne? Oder wenn eins überhaupt nicht an mich geht. Ich hoffe, dass das hier nicht dazugehören wird. Hier gibt es ja verschiedene von, ne? Von diesem Givenchy. Und ja, der hier ist einfach, der ist so ein bisschen fruchtig. Wie gesagt, ich blende euch das ein. Ich kann euch das nicht so gut beschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall auch meines Lebens über diesen Duft. Und Dankeschön, meine Liebe, falls du zuschaust, für diesen Tipp mit diesem Duft. Also ich glaube, damit werde ich glücklich, gerade so für abends zum Weggehen. Für den Alltag würde ich ihn nicht benutzen, glaube ich. Finde ich ein bisschen zu schwer, zu krass, zu anziehen, zu verführerisch irgendwie, ne? Also der ist eher so für abends oder so, würde ich sagen. Für tagsüber sind halt eher hier diese Replika, die sind schön für den Tag, so für den Alltag, wenn man einkaufen geht oder so, versprühen die irgendwie so eine Leichtigkeit und das ist halt eher so ein schwererer Duft. Puh, das war ein langes Video, ein Riesen-Haul XXL. Ich glaube, ich nenne das Video auch XXL-Haul. Es war ja wirklich auch extrem viel gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den Produkten schon kennt und auch ausprobiert habt. Also wie gesagt, die Hälfte von den Produkten, da kam ich nicht dran vorbei, leider. Die andere Hälfte brauchte ich, weil ich es haben wollte. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst, wie das ist, ne? Es sind auf jeden Fall viele schöne neue Sachen bei mir eingezogen, die ich jetzt ausprobieren werde in Ruhe. Ich werde euch ein Zwischenfazit-Video, wieder ein paar Produkte dann zeigen hiervon, die ich dann geöffnet habe und wo ich dann auch ein bisschen was zu sagen kann. Genau, ihr Lieben, ich würde mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Bis dann. Tschüss, eure Nicole.